Da sind wir wieder. Ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir sind die Zirkelbuben und wir freuen uns sehr, heute hier bei euch in Halberstadt zu sein. Und wir sind heute hier aus einem ganz besonderen Grund, denn letzten Freitag kam unser Baby. Unser Baby ist geboren, unser neues, unser viertes sozusagen. Da sieht man noch ein bisschen die Schwangerschaft aus. Ein bisschen sieht man noch. So ein bisschen. Unser neues Album ist draußen und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Das heißt Tanz, Tanz, Tanz. So, und das hier war gerade ein Song aus dem neuen Album, Hauptsache Spaß. Ah ja, wir warten noch ganz kurz mal auf das Mikro von Luke. Wir haben so eine kleine technische. Richtig. So, da so. Ist es. Hey, hey, oh, jetzt hör. Könnt ihr mich hören? Ja! Yeah! Hey, hey, yeah! Hey, hey, hey! Es geht lauter! Say, yeah, yeah! Yeah! Ja, ich bin dann stimmungsbereit. Und das ist doch eigentlich der Startschuss zu unserem nächsten Song. Aber dazu muss ich uns noch was sagen. Genau. Aber warte mal ganz kurz. Simbi, oder wo ist denn hier unser Fanclub? Habt ihr ein Album da? Ja? Können wir mal ganz kurz eins bekommen? Ja. Komm, wir zeigen euch das mal, ja? Wir haben da so viel Mühe reingesteckt. Guck mal, die Jungs sind hier ruhig. Ah, es ist natürlich jetzt ein Kleinformat für euch. Ui, das ist gar nicht so leicht. Nee, warum? Das ist richtig schwer, das ist mir schon aufgefallen. Jedem wird auffallen, der das Album in der Hand hält, dass es echt schwer ist. Aber es ist dasselbe Material wie bei allen anderen auch. Ich glaube, es liegt einfach nur an den 14 vollgepackten Party-Hits oben drauf. Jawohl. Wirklich, das kannst du jedem Disco-DJ in die Hand drücken, reinlegen, durchspielen und die Party ist wirklich geritzt. Freunde, wir haben uns wirklich 3 Jahre lang sozusagen den Arsch dafür aufgerissen. Wir haben im Studio gesessen. Aber wirklich. Ja, man sieht das immer vorher nicht. Es ist jetzt da, aber wir haben geschrieben und zwar alles selbst, bis auf 2 Songs. Wir haben 2 Cover-Songs mit drauf. Dazu kommen wir gleich nochmal. Aber es waren insgesamt 35 Titel, 14 haben es aufs Album geschafft und wir sind verdammt stolz auf das kleine Ding da. Ja, absolut. Genau. Und wir zeigen euch heute natürlich noch den einen oder anderen Song aus dem Album. Und wir haben 2 Cover-Titel mit dabei. Ja? Genau. Kennt ihr noch Peter Orloff? Ja. Wer kennt den guten alten Peter Orloff noch? Gibt es hier eine Monika unter uns? Haben wir Monikas? Ja. Oder eine Monika? Ja, genau. Da hinten. Du siehst doch auch wie eine Monika. Wir sind nämlich mit Peter zusammen ins Studio gegangen. Er hat sich Zeit genommen und hat mit uns ein Feature aufgenommen, also mit uns zusammen den Song aufgenommen. Weißt du noch gar nicht, oder? Ja, und daraus ist ein ganz toller Song geworden in einer Zipfelbuben-Version, Monika. Und wir haben von Keimzeit Klingklang aufgenommen. Ja? Klingklang, Hände nach oben! Wer kennt Klingklang? Steck mir die halbe Tüte Erdnusschips in deine. Richtig, so. Den bringen wir vielleicht auch noch, ja, aber. Wir haben jetzt erstmal einen anderen Song mitgebracht. Ja, aber Moment, genau. Zu Risiken und Nebenwirkungen, hören Sie das Album oder fragen Sie einfach die Zipfelbuben. Oh, ganz kurz, der nächste Song, der beschreibt uns Zipfelbuben eigentlich ganz gut. Der nächste Song heißt Normal kann jeder. Ich gebe doch mal das Album wieder zurück. Ah ja. Ja. Nee, Mann. So, jetzt wisst ihr, wie wir uns hier so machen wir das. Ja, ja. Ja, genau, ja. So, bitteschön. Ja, weil wer uns gerade Zipfelbuben kennt, der weiß, die sind nicht normal. Nö. Aber wir wollen doch gar nicht normal sein. Denn normal sein ist irgendwie auch langweilig, oder? Ja. Und wir haben zu diesem Song ein total lustiges Video aufgenommen in Berlin. Und das kann jeder von euch bei YouTube sehen. Man gibt einfach die Zipfelbuben ein und dahinter normal kann jeder. Das Video ist aus dem Grund so lustig, weil es zeigt einen Abend mit uns. Einen verrückten Abend so aller. Ein ganz Hangover. Normaler Abend. Hangover. Ja, genau. Wieder für Hangover, ja. Ich hatte ein Tattoo auf der Stirn. Ja, überall Knutschrecke. Und ihm haben sie einen Zahn ausgeschlagen. Ja, was dahinter steckt, das ja. Sag du doch mal den nächsten Song an. Ja, hier ist unsere aktuelle Single übrigens, ja, die auch am letzten Freitag kam. Mit dem Album zusammen und die heißt Normal kann jeder. Spaß.